Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und einer sehr kurzen Aufnahmesession, weil die wird nur zwei Parts lang gehen. Und zwar deshalb, weil ich einfach gerade um zwei Parts zu wenig habe, damit die Woche da jetzt schön mit Let's Plays gefüllt ist. So. Gut. Also für YouTube, ne? Ja, ihr wisst schon. Dass ihr was zum Schauen habt. So. Wir haben im letzten Part, ja, haben wir uns mit Axe beschäftigt und der ist ja ein Kannibale. Der wollte uns essen. Besser gesagt, unser Herz. Aber wir haben ihm was Besseres versprochen und ich glaube, er begleitet uns, oder? Ja, er begleitet uns und er möchte von einem Zyklopen dort, glaube ich, das Herz haben, ne? Wo ist denn der Kerl? Der wäre da unten. Übermächtiger Zyklop. Ich möchte den gern probieren. Wenn wir verrecken, muss ich halt was anderes machen. Aber probieren wir mal. Vielleicht klappt's ja. So. Da lädt das Spiel. Ein primitives Fortbewegungsmittel. Oh, du meinst, was haben wir denn da? Mit unseren Gleitern. Exakt. Den hauen wir auch mal weg. Gib dir mal Zeit. Fast, der ist weg. Dann sein Schoß um die. Aua. Ach, da vorne ist schon der Zyklop, ne? Da. Es lädt übrigens gerade wieder, ne? Falls ihr euch schon wieder wundert. Ganz normal. Warum komme ich eigentlich mit? Es gibt einen Grund, weshalb ich nie hier war. Achso, und der wäre? Dass du Angst hast. Na, keine Ahnung. Gut. Wir sind am Verrecken. Ich sollte wieder mal was essen. So. Und da vorne der Zyklop, der wird es wahrscheinlich grob in sich haben. Ganz, ganz grob wahrscheinlich. Deshalb schauen wir uns mal ein bisschen zuerst hier um und schauen, ob wir kleine Viechleins einmal ausmerzen können, damit sie uns später nicht überraschen, so wie die da vorne. Ja, da haben wir was gebutscht, das ist gut. Komm daher. Also stark sind wir schon mal, also wesentlich stärker als früher. Was, den haben wir schon mal. Ein Terrorvogel. Was, der ist auch erledigt. Noch ein weiterer Wühler. Ich sollte mal kurz davon schweben. Und mir was verknuspern. So. Okay, der ist hin. Da kann ich schon. Da kann ich schon was probieren machen. Wow! Hoppala! Da ist ja noch eins. So. Was? Der ist auch erledigt. Ich glaube, jetzt haben wir freie Fahrt. So, zuerst looten. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir haben alles. Halt, was war da? Elektroschrott. Gut. Dann glaube ich, könnten wir es wagen. Ist da oben die Kisten drin? Kann ich da rein? Na, das hat schon ausgeschaut. Das hat nur so komisch ausgeschaut. Okay. Wir sind genesen. Ich würde sagen, das ist mal speicherungswürdig. Ich muss gerade ein bisschen umdenken. Ich habe vorhin, ich habe gerade vorhin Dings aufgenommen. Die Evil Within. Jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass ich hier speichern kann, wann immer ich möchte. In meinen Strengsten kann man es auch bei The Evil Within speichern, wann immer man möchte, aber man muss halt dorthin laufen. So. Na gut. Also wer auch immer den Zyklopen gebaut hat, der hat schon mal einen Arm verloren, wie es ausschaut. Wir jetzt mal von überbrennen schwachen kann und den Viech. Naja, sehr wenig. Also ich glaube ohne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ohne Steams gar nichts machen können. Der hat nämlich ganz schön faustig hinter dem Ohr wahrscheinlich. Der ist wirklich übermächtig, ja. Axe hat es auch schon erwischt. Okay. Die Quest, da glaube ich, könnte ein Problem werden.
Die können, glaube ich, ein Problem werden. Da drüben. Wenn er brennt, wäre schon super. Ja, das klappt. Also mit Brennen klappt das gar nicht so schlecht. Könnten wir ihn down kriegen? Okay, ich dachte, das wäre so ein Fass, das explodieren tut. Dem ist leider nicht so. Wir werden das Kind schon schaukeln, so 3-4 Stunden. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ja, so langsam können wir down. Ax, was machst du da? So ist das aber nicht gedacht. Und gleich. So. Gott sei Dank, er steht wieder auf. Ach, das hätte schief gehen können. Ja. Gut, dass du hier warst. Natürlich. So, wie ich mit der Leertaste plündern will. Ich bin voll gerade der Irrwiff in geschädigt. Okay. So, da hast du dein Herz, du Depp. Zufrieden? Hier hast du deine letzte Zutat. Hier hast du deine letzte Zutat. Eine Offenbarung. Das ist es. Das ist die Perfektion. Wie auch immer. Wegen deines Festmahls. Wegen deines Festmahls. Ja? Da du jetzt alle Zutaten beisammen hast, solltest du wissen, dass ich kein Interesse habe, daran teilzunehmen. Bist du sicher? Ja. Ich könnte dir zumindest ein Proviantpaket zusammenstellen. Na, danke. Na schön. Eher springe ich den Schlund eines ausgewachsenen Unholz. Ah, gib her, vielleicht brauchen wir es für was anderes. Hm. Na schön. Oh, das wirst du nicht bereuen. Du weißt ja, wo ich bin. Also, ich hab noch zu tun. Mahlzeit. Ich denke mir, vielleicht kann man das für eine Quest oder so mal brauchen. Ja. Ich denke mir das mal. Okay, wir gehen zum Lager zurück, weil wir brauchen einen Begleiter. Da wir mit den Gefährten soweit durch sind, würde sich Ray wieder anbieten, dass wir ihn mitnehmen. Ne? Ich meine, wir sind da durch. Schauen wir mal ganz einfach nach. Gefährten, richtig. Für eine Handvoll Splitter. Genau. Da brauchen wir jetzt unseren Ray. Der ist, glaube ich, da drüben beim Schakali. Schakal, Schakal. Und den, ihn möchte ich auch gerne mal mitnehmen. Einfach so zum Spaß. Aber zuerst möchte ich gerne mit Ray da sein Dingens fertig machen. Alles noch dran? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Cool, dann komm mit. Mitkommen. Sicher doch. Passt. Na, das passt. Das bleibt so. Okay. Es wäre halt auch schon lustig, wenn wir mit ihm fertig wären, ne? Aber das glaube ich weniger. So, wo wäre denn... Da haben wir ein Pfeilchen. Fort. Wait. Ins Fort. Gehen wir mal ins Fort zurück. Vielleicht kommen wir irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht hat er eine Eingebung. Wo der nächste Steckbrief sein könnte. Wow. Weil dieser Wade ist mir auch nicht mehr ganz koscher. Hallo. Schönen Tag. Ja, das dachte ich mir schon. Müssen wir den zusammenschlagen? Wenn wir das aber machen, kriegen wir Ärger, ne?
Ich probier's einfach mal. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal zusammengeschlagen, oder? Das war nicht so gut. Steck die Waffe weg. Oh, ich bin ja verreckt. Schön. Oh. Ich habe Feuer, ne? Das war nicht so gescheit. Ich habe mich selber verbrannt. Ja, sehr schön. Steck die Waffe weg. Eigentlich nicht, weil die umhauen muss. Um zu schauen, ob du einen Steckbrief hast. So. Ne? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Na dann. Okay, er hat jetzt keinen Steckbrief. Okay. Nicht so gut, oder? Jemand hat mich gemeldet wegen einem Verbrechen? Wow. Schweine. Aber das scheint jetzt damit gegessen zu sein, oder wie? Das ist echt komisch. Sobald ihm was Neues einfällt. Ich glaube, das war umsonst jetzt. Das laden wir nochmal. Das muss, glaube ich, gar nicht sein, dass wir den umbringen. Schaut zumindest danach aus. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Dann haben wir seinen Steckbrief eigentlich schon. Weil er hat jetzt keinen bei sich, ne? Dann müsste das so passen. Egal, wurscht. Dann nehmen wir eine andere Quest, ne? Was hätten wir denn noch? Hauptmissionen. Tod eines Genies. Ah ja, natürlich. Das wird mir auch noch, freilich, das wird mir auch noch bekannt geben, ne? Also dann zum Herrn Duke. Das haben wir auch schon erledigt, stimmt. Mit dem Konrad hatten wir schon gesprochen. So, das können wir auch beenden dann. Hallo. So, Logan. Warum gerade die Kleriker? Konrad, erledigst du gefälligst selbst was? Na? Warum gerade die Kleriker? Sie sind die wahren Heuchler von Magalan. Ihre größte Waffe ist die Infiltration. Sie agieren hinter deinem Rücken und erledigen dich, noch bevor du es selbst merkst. Sie verkünden ihren falschen Glauben und spielen sich auf, als wären sie die Weltpolizei. Sie sind viel gefährlicher als die Alps selbst. Und doch hast du Konrad vertraut. Glaub mir, wenn nur einer der Halsabschneider da draußen so viel über Technik verstehen würde. Egal, es ist wie immer. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Vielleicht das wirklich? Konrad, erledigst du gefälligst selbst. So, so. Dafür ist der feine Herr sich wohl zu schade, was? Na, dann lass es eben sein. Aber glaub jetzt bloß nicht, dass du auch noch obendrein belohnt wirst. Geh mir aus den Augen. Okay, das war auch nicht schlau. Das war nicht schlau. Das brauche ich nicht, das will ich nicht. Also hätten wir Konrad müssen umbringen, ne? Vielleicht machen wir das später noch. Das heißt, das Gespräch hier bringt uns gar nichts. Na gut, wir brauchen eine Quest. Wir brauchen eine Quest. Was hätten wir denn noch? Gefährten geht aber nicht. Etan. Der Weg zum Erzberserker, da fehlen uns noch haufenweise Level Ups. Dann würde sich die Mutprobe vielleicht noch anbieten. Wir könnten es ja probieren. Ein bisschen Leben haben wir ja.
Wir haben auch ein paar Stims dabei, die uns wegen Radioaktivität schützen. Wir haben auch Essen dabei, die uns dabei, dass was uns schützt. Ich glaube, dass wir Stim hatten. Warte kurz. Wird schweren, ne? Also, wir haben hier das Assel-Dingens, ne? War das nicht das? Nein, nicht der Assel-Fleischsteller, die Suppe war das. Hier, genau. Resistenzstrahlung. Das würde sich anbieten, wenn wir es da mal hier hin tun. Und bei den Stims. Antitoxin gegen Gift, gegen Feuer. Überleben, Strahlung. Da haben wir sie schon. Würde ich sagen, tun wir sie dahinter mal. So. Dann würde ich sagen, laufen wir ein Stück. Und das sollte hier drinnen sein. Oh! Das haben wir den Hoppala. Da. Jetzt geht's rum. So. Wah. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht hin. So, weg mit dir. Du nervst. So. Passt. Kann man den jetzt plündern? Ich brauche eine Fackel. So, geht ja. So. Dann war hier noch einer, genau. So. Dann haben wir hier noch Machtstoß, den nehmen wir auch mit. Die kann man immer brauchen. Noch haben wir hier keine Radioaktivität, oder? Schaut noch nicht so aus, ne? Ich will nur schauen. Ach, da haben wir noch was. So, ein Machtstößchen. So, das passt schon mal. Was da unten ist, habe ich keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir es herausfinden sollten. Bin ich da überhaupt richtig? Energieverstärker. Ich probiere es einfach mal. Schaut nicht so schlecht aus, ne? Ich wollte... Achso, wir müssen erst rufen, okay. Mir gerade nicht sicher, ob das wirklich da herinnen war. Miep. Aber wir waren definitiv noch nicht hier, weil sonst hätten wir das Zeug ja schon mitgenommen, oder? Nein, das wollte ich gerade nicht. Die Fackel, gib mir die Fackel. Bitte, danke. So. Au. Verschlossen. Ich bin nicht gut genug. Mist. Ich probiere jetzt was. Das war nichts. Ach schade, ich dachte, das wäre der. Da hat mir damals ein Code aufgeschrieben, ne? Aber das ist der falsche Konverter. Scheißlich. Aber wer weiß, vielleicht finden wir es ja noch an. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind da nicht richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hinter. Hinten. Und ich brauche später Licht. So, Machtstößchen zweimal. So. Da ist nix. Tap, tap, tap. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Umgekehrt. Oh, da war ein Trönchen. Und Trönchen kaputt. Oi. Ich bitte drum. Zack, zack. So, dann schauen wir mal. Hier gibt es wieder zweimal Machtstoß. Die Fackel muss ich holen. Na bitte. Danke. Geht das nicht? Da, jetzt ab. So, da haben wir nichts.
Ah, da ist radioaktiv. Ah. Ich glaube, dann sind wir schon richtig. Schalter, da ist noch ein Machtstoß. Na, Objektsicht haben wir. Drohnenkontrolle. Ah, jetzt kann man es hacken. Das ist gut. So, ich muss unbedingt schauen, dass wir das Hacken als nächstes lernen. Okay, also 9, 7 passt schon mal. Na, komm. Ah, falsche Stelle. Vielleicht so. Hä? Was ist jetzt passiert? Das muss ich nur getauscht werden. Das ist doch ein 9er, ne? 9? 7 passt nicht. Hä? Neun, sieben, da geht gar nichts. Warum das? Hä? Neun? Nur? Irgendwie passt da gar nichts. Okay, fast richtig. Die 0 passt noch nicht so ganz. Da gehört die 3 hin. Und dann müsste passen. Yeah! So, wir werden sie mal schon verrecken. Ziemlich schlimm schon, ne? Das heißt, wir brauchen 7. Und wir brauchen die 8. So. Das müsste uns jetzt ein bisschen schützen. So. Steht mitten im Körperschild, Energieverstärker. Ich warte hier. Das war's, mehr ist nicht. Gut, dann müssten wir die Quest haben, ne? Körperschild, interessant. Können wir hier noch hoch? Ich meine, zahlt es aus. Schauen, was da oben noch gibt. Der Tod, der Tod. Hat es schon zu Ende? Oh, hey, was war denn das jetzt? Das wollte ich nicht drucken. Was ist der Part jetzt schon zu Ende? Ich will den da oben umbringen. Alter, wer war denn das? Da drüben. Okay, ein Alpenwander. Da sind wir hin. Da sind wir hin. Ich will weg. Schnell runter. Das zahlt sich nicht aus. Da sind wir im Arsch. So, am besten schon weg und gut ist. Die sind für später. Die sind für später, später. So. Nix wie raus hier. Da. Bild dunkel. So. Und ich glaube, ich werde den Part dann beenden. Alter, schon die Zeit so um. Das ist echt frech. Das ist richtig frech. Wir können uns eigentlich rausporten, oder? Geht das nicht schneller? Fällt mir gerade so ein, ne? Das geht schneller. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bevor wir, sollen wir die Quest noch abgeben? Ist ja wurscht, oder? Ist eh wurscht. Oh, da haben wir ein Monster. Ich glaube, ist doch nicht wurscht. Vielleicht beenden wir doch den Part. Dann können wir den Kerl nächsten Part kaputt machen. Und dann gehen wir die Quest ab und gut ist. Na fein, ihr Lieben. Dann war's das für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ray ist wieder verschwunden. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!